Da sind wir mal wieder. So, zack. So. Also, Wir wir machen sollen noch mal das mal. einen anständigen Abschluss finden. Ich weiß gar nicht, also ich weiß es wirklich nicht. Anscheinend geht das nur eine Stunde und dann ist aus die Maus. Es ist wie bei Zoom, 40 Minuten, weil es sich gekauft hat. Ich weiß es nicht. So. Ja, genau. Ja, gut, aber die Leute gucken ja auch wieder zu, das ist doch schön. Ja, dann würde ich einfach sagen, du bist ja die Einladerin. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Wie ist das so in der Politik? Es macht tatsächlich total Spaß, Dinge zu gestalten. Also ich habe jetzt tatsächlich, mache das ja jetzt schon eine Weile und kommunalpolitisch habe ich schon sehr viel gestalten dürfen. Mir ist es total wichtig und macht es wirklich Freude, Dinge auch fachpolitisch weiterzuentwickeln. Ich habe auch zum Beispiel jetzt ganz lange Jugendhilfepolitik gemacht und Verkehrspolitik. Also das ist schon mir ein inneres Anliegen, mich damit einzubringen und Gesellschaft mitzugestalten. Und solche Dinge wie, wie setzt man Radverkehrsstrategie aus unserer Sicht schlau am Stadtrand um? Da haben wir schon eine andere Vorstellung als zum Beispiel die Grünen und das zu diskutieren und das zu vertreten und aufzunehmen, was die Bevölkerung so bewegt, die Vereine und so, das ist schon, macht sehr viel Freude. Auch wenn Ja. das alles in der Freizeit stattfindet, bisher zumindest. Und es geht ja letztendlich, unser Thema war ja, dass wir ja voneinander lernen können, beziehungsweise um Fairness etc. Wie empfindest du denn Fairness in der Politik? Also wie ist es also auch auf kommunalpolitischer Ebene? Als Beispiel jetzt, ich weiß zum Beispiel, Guido Winkmann hat ja in Kleve, ich habe dir das nochmal kurz angerissen, hat ja in Kleve damals als unabhängiger, unparteiischer, mit eigenen Ressourcen Wahlkampf gestaltet, wollte dort Landrat werden im Kreis Kleve, hätte Zweiter werden müssen, er wäre einer Stichwahl gewesen mit der oder dem Ersten. Es waren zwei, die vor ihm waren, er hat auf Anhieb irgendwie 20% bekommen oder 22 und 22,5 hätte er gehabt, dann wäre er als Zweiter geworden. Und er hat mir nur erzählt, dass er, ich sag mal so, er hatte das schwer, wollen wir es mal so ausdrücken. Also das war schon viel, da war schon viel Kampf, die er mit den Ja. anderen ausfechten musste und auch kein schöner. Also da wurde auch viel hintenrum gemacht und auch viel über die Presse gegangen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich das könnte und ob ich da Lust zu hätte. Also ob ich mich da, ich glaube, es zermürbt auch teilweise. Und ich frage mich manchmal, wie macht man das? Kann man so durchrutschen? Also ich habe bei dir das Gefühl, du bist ja so eine Frohnatur, du bist ja so, du rutschst da so durch, und du machst gute Arbeit und kommst dann auch mit Vorschlägen, Argumenten und machst das alles toll und gehst da so durch. Oder würdest du auch sagen, puh, manchmal, boah, ey, uah. Nein, man muss schon kämpfen und man muss sich Mehrheiten suchen. Also ich habe ja angefangen in der Jungen Union mit 15, und da lernt man schon, dass man sich durchsetzen muss, wie man sich Mehrheiten organisiert. Das ist ja auch Teil des politischen Geschäfts oder des politischen Spiels, ist ja sich Mehrheiten zu suchen, sowohl für die eigene Person, ne? Ja. Also man muss sich genauso wie Schiedsrichter, du musst dich schon hinstellen und sagen, hier bin ich, das möchte ich, das kann ich. Ja. So. Und mit einer Haltung, na ja, also vielleicht würde ich ge mal gerne so, das ist eine Haltung, mit der kommst du nicht weiter. Also du musst schon sagen, das bin ich, dafür stehe ich, deswegen sollt ihr mich wählen. Ja. In der Partei schon, weil du musst ja sozusagen die Partei von dir überzeugen, damit sie dich aufstellt für bestimmte Positionen. Ja. Und genauso muss man in der Bevölkerung dafür werben. Bin ja hier schon mehrheitlich gewählte Wahlkreiskandidatin. Also muss man dann schon sozusagen sich auch gegenüber der Bevölkerung und den Vereinen und Institutionen so präsentieren. Aber man macht natürlich auch, also das sind natürlich auch mal härtere Auseinandersetzungen, die man auch fachlich, inhaltlich führt, aber die man auch dann personell mal führt. Also das ist schon ein Werben tatsächlich um Mehrheiten. Also wie gesagt, für die Person und für die fachlichen Inhalte. Also du musst dich schon auf Klausurtagungen zum Beispiel musst du schon zu einer einheitlichen Position finden für die Ja. Fraktion. Man muss dann schon sagen, also wir können, was weiß ich, was ist unsere Idee von Stadtentwicklung der Zukunft? Wie würden wir sagen, würden wir Bebauungs Ja. Politik sozusagen, Baupolitik hier machen. Ja. Und dann gibt es unterschiedliche Sichtweisen, natürlich auch innerhalb einer Partei. Deswegen sind wir ja Volkspartei, weil wir unterschiedliche Sichtweisen miteinander vereinen. Und dann muss man das ausdiskutieren. Also, das ist schon, und Es das ist. gab früher.
Ja, also das stelle ich Okay. mir ähnlich vor, weil es gab früher auf dem Spielbericht, auf dem Beurteilungsbogen, den man nach jedem Spiel bekommen hat, der war früher nur in 5 Rubriken unterteilt. Heute ist das in der Bundesliga 83 Unterpunkte. Da gab es einen Punkt Mut zu unpopulären Entscheidungen. Das heißt also, wenn nun Elfer oder eine rote Karte, die irgendwie keiner geil fand, die aber richtig war, getroffen hast. Und wenn du zum Beispiel, wenn ich manchmal, oder also jetzt online, früher vor, ich hoffe, das kommt bald wieder, in die Bezirke gegangen bin oder so bei Jungschiedsrichtern oder auch bei Schiedsrichterbezirken, wo also alle da sind, die Alteingesessenen, die alten Schiedsrichter, die in den unteren Klassen pfeifen, beisammensitzen, so in den Bezirken und zu Lehrgängen gegangen bin, beziehungsweise so zu Vorträgen gegangen bin. Dann gab es immer so eine Fraktion, so links in der Ecke, so die Älteren, die waren auch stark am Glas, ne? Also die waren immer, das war so die Pöbelecke, so und dann links, dann rechts saßen die Jungen und hinten links saßen die so ein bisschen desinteressiert waren, vorne waren die ständig Fragen gestellt haben. Also es gab immer so eine, ne, überall so, und ich könnte mir das so ähnlich vorstellen, wenn ihr so, ich war noch nie bei so einer, wenn es hier angeboten wird, so im Bürgerdialog, ja, also jetzt nicht online, sondern ein richtiger Bürgerdialog. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man sich dann da hinstellt und dann sitzen da 30 Leute, auch, sag ich mal, aus allen Bereichen. Und da gibt es ja auch Meinungen, wo du sagst, als du hast keine Ahnung oder du hast ja mal so gar nicht recht. So, jetzt musst du diesen Menschen ja aber, weil du ja in der Öffentlichkeit stehst und du willst ja eigentlich, ist halt die Frage. Jetzt kommt ich wieder auf Mut zu unpopulären Entscheidungen. Sagst du jetzt diesen Menschen, hör mal, mein Freund, das ist alles schön und gut, aber das stimmt nicht, was du hier erzählst. Und das ist einfach mal nicht so. Und wenn du jetzt nicht damit aufhörst, dann ist da deine Tür, dann kannst du da rausgehen. Habe ich auch schon zweimal gemacht. Ja? Da war einer, waren 100 Leute und ich habe den vom Schiedsrichterwesen der Bundesliga erzählt. Und dann fing er da hinten, fing er, ja, aber nur weil du in der Bundesliga pfeifst, denkst du nicht, du kannst machen, was du willst. Wir unten in der Amateuren haben alle die richtigen Probleme. Da habe ich gesagt, für noch so einen Wortbeitrag, habe ich gesagt, und dann kannst du von draußen weiter raus. Dann kannst du von draußen gucken. Entweder stellst du mir eine anständige Frage, ja, aber ich bin nicht hier. Hab auch im Amateursport gepfiffen. Ich habe auch, bin auch teilweise tierisch angegriffen worden und ich weiß, wie es ist, im Amateursport zu pfeifen. Das musst du mir nicht erzählen. Nur weil ich jetzt in der Bundesliga bin. Und das, was ich meine, ist, die wird es ja sicherlich auch auf solchen Bürgerdialogen geben. Wie geht man mit solchen Menschen um? Also erstens, da sind wir wieder bei vorhin, bei vernünftiger Kommunikation. Also natürlich sage ich dann auch, also wenn es nie ein Bürgerdialog war, den ich gemacht habe, und da natürlich kommt das vor, dass dann mit Werbepositionen vertreten wird, von denen ich fachlich sagen kann, nee, das funktioniert so nicht. Ne? Dann sage ich, ja, also aus fachlicher Sicht oder aus fachpolitischer Sicht bewerte ich das aber so und so und so aus folgenden Gründen. So, und wir haben, glaube ich, noch nie jemanden des Saales verwiesen, würden aber ich würde also vom Hausrecht Gebrauch machen. Das habe ich, glaube ich, zweimal im Verkehrsausschuss gemacht, tatsächlich jemanden rausgeworfen und einmal auch mit der Polizei gedroht, weil sich bedrohen lassen muss man dann da Nein, wirklich das nicht. stimmt. Übrigens eine sehr unpopuläre Entscheidung an der Stelle, ne? Also weil Politik natürlich von Bürgerzuspruch abhängt. Und das ist dann, also ne, das machst du eigentlich nicht. Du versuchst schon argumentativ zu überzeugen und zu sagen, also ne, aus folgender Sicht stellt sich das irgendwie für uns dar. Das mag man anders bewerten, aber unsere Einschätzung ist so. Also bei Verkehrsthemen bist ja Polizist, das kennst du ja. Bei Verkehrsthemen ist es immer extrem kontrovers und das kennt im Zweifel jeder. Also Schulwegsicherung immer ganz, ganz, ganz emotional diskutiert, zum Beispiel Sicherungsmaßnahmen vor Schulen. Aber wenn die Polizei dann vor Ort mal guckt, sind auch häufig die eigenen Schuleltern diejenigen, die die meisten Verkehrssicherungsfraglichen Situationen auslösen. Also die eigentlich eher Drive-in-Eltern sein wollen. So, Ja, ich also weiß, das Elterntaxi, ja. genau. So, und wenn man das dann diskutiert, dann sind das schon sehr emotionale Debatten. Und ehrlich gesagt, meine Position war immer schon relativ klar zu sein. Also ich habe
Auch unpopulär schon gesagt, das finde ich aber hier keine richtige Maßnahme. So. Also Verkehrsberuhigung immer so, dann wollen alle diese Bodenwellen und ich habe gesagt, Bodenwellen würde ich nie für stimmen. Ja, wieso das denn nicht? Und nur das entschleunigt. Ich sage, ja, weil ich mit einem gebrochenen Bein oder einer Wirbelsäulenverletzung im Krankenwagen nicht über so eine Welle fahren will. Ganz genau. Deswegen wollen sie auch So. verboten. Ja, das stimmt, definitiv. Und das ist auch Ja. wirklich so. Aber was ich meine, Ja. ist und so schätze ich die auch ein, das finde ich auch gut. Und ich finde das auch gut und das ist wichtig, wenn man das auch widerspiegelt und ausstrahlt, dann finde ich, ist jemand, der vor der Wahlurne steht und auch ein Bild und was dazu hat, wo er denkt, okay, damit kann ich mich auch identifizieren. Darum geht es ja auch. Aber ich finde, dazu gehört auch, wenn da einer ist, nicht auf jeden einzelnen, manchmal sagt man ja, ich bin auf jede einzelne Stimme angewiesen. So hört man ja Ach auch ganz so. häufig aus der Politik. Aber Nein, der man wäre darf es mir sie nicht nicht wert. hinterher. Oder Nein, die. also meine Erfahrung nach diesen Jahren ist, und ich habe neulich eine sehr spannende Diskussion mit Ole dazu auch Ja. geführt, was heißt Authentizität, ne? So. Ja. Und das ist schon, nein, das nimmt einem ja auch keiner ab, das merkst du ja sofort. Ja. Also du kannst es nicht jedem recht machen und du kannst nicht Ja. jede Meinung vertreten. Du kannst nicht zu dem einen zum Verein sagen, ich bin total dafür, dass wir hier noch einen großen Kunstrasenplatz hinbauen und zu den Anwohnern sagen, ja, Sauerei, so viel Lärm geht irgendwie wirklich nicht. Und ich verstehe, dass das, also das geht überhaupt nicht, dass wir hier, was weiß ich, Bundesliga-Fahrverkehr haben. Haben wir übrigens ständig solche Diskussionen mit den Hockeyvereinen, die hier so sind. Ne, Ja. weil die spielen ja einige Bundesliga und das ist für die Anwohner total belastend. Du musst dich dann aber für eine Position entscheiden. Aktuelles Beispiel, Ausbau der S4. Eine Bau einer eigenen S-Bahn, Verbesserung der Anbindung für den gesamten Wandsbeker Osten oder Ja. Hamburger Nordosten, Ja. bedeutet aber für die Menschen, die da wohnen, eine erhebliche Belastung. Und ich finde, das gehört dazu, dass man sich ehrlich macht, dass man den Bürgern dann sagt, ich verstehe die Belastung, die das vor Ort ausmachen. Und auch die Eingriffe in die Umwelt, die Baumfällung im Wandsbeker Gehölz, finde ich auch schwierig, aber in der Gesamtabwägung für den gesamtgesellschaftlichen Gewinn finde ich es aber trotzdem richtig, die S-Bahn da zu bauen und auch den Güterverkehr, der damit einhergeht, in Kauf zu nehmen. Ich mache mich nicht besser in der Darstellung, wenn ich versuche, jeder Meinung hinterherzureden. Ja, und das ist auch gut so. Das ist ja auch das, was Ole von Beuys letztens gesagt hat mit der Authentizität, dass es früher einfacher war, authentisch zu sein, weil du heutzutage, wenn du wirklich authentisch sein willst und dann auch Sachen machst, die vielleicht nicht Mainstream sind, dass du dann halt einfach auch dann vielleicht auch sogar in eine Ecke gedrängt wirst. Das Thema, was wir vorher schon hatten. Aber gut, das wollen wir sein lassen. Ich weiß gar nicht, ob du mitbekommen hast, wer sich hier in diesem Chat tummelt. Hast du das Nee, ehrlich mitbekommen? gesagt, ich. Kennst du, pass auf, das gibt einen Schiedsrichter, der heißt Dennis Aytekin. Kennst du den? Ja, ein bisschen. Ja, das ist, der hat türkische Vorfahren und erzählt nur Scheiße. Er Was? versucht gerade hier, mich aus der Ruhe zu bringen, aber er schafft es nicht. Ja, er Aber will wir ja, können ihn er ist so ja ein bisschen einladen. wie Lars Olofing. Ja, den kannst du gern einladen, aber ich kann ihn einladen, aber der macht nicht, weil er entweder sagt, er sitzt im Auto oder in einer Badewanne oder dreht sich gerade eine Sucuk oder keine Ahnung was. Also irgendwas wird da. Ich weiß es nicht. Aber ist auch nicht so wichtig. Ich finde aber cool, dass er dabei ist, Herzliche Grüße in jedem Fall. weil dann kann er ein bisschen was lernen. Muss keiner von euch heute Abend eigentlich pfeifen? Nö. Nö. Ach was. Das könnte ich ja nicht mit dir hier wunderbar so quatschen, Ja, ne? das ist wohl richtig. Ja. Wobei, wir haben auch schon telefoniert, als du in Köln kurz vorm Spiel warst, erinnere ich. Ja, das stimmt. Das war als Videoassistent. Da war ich auf dem Weg gerade ins Video Assist Center. Also man muss man muss jede Möglichkeit nutzen. Naja, Aytekin vor Sportminister. Die Frage, ich kann das, sehe das gerade ehrlich gesagt nicht. Ja. Wo ist Nee, er denn weiß gar eigentlich? nicht. Oder er kocht gerade, ganz genau. Also immer, wenn er hier im Chat drin ist, dann kann er nicht, weil er kocht, am Thermomix ist oder keine Ahnung was macht. Also von daher, Ach, am der kann auch wahrscheinlich Thermomix. wieder rausgegangen sein. Ist auch nicht so schlimm. Aber naja, ich würde dir auf jeden Fall noch eine Frage abverlangen. Wenn man dann, du wirst es ja von anderen gehört haben oder wirst es schon gemacht haben, wenn du dann mal angenommen, du bist gewählt, ja, und gehst in den, ja, bekommst dieses Bundestagsmandat, sagt man, das ist richtig, ne? Ja. Was ändert sich dann? Für mich persönlich oder in Ja, der Politik? in der Politik für dich. Ach Ja, du. so.
Also, außer dass du nach Berlin fahren musst mit dem ICE immer eine Stunde 40. Ja? Also Bundestagsmandat heißt ja, das ist ja eine der wenigen vollzeitpolitischen Mandate, die man als Hamburger sozusagen so machen kann. Das heißt, meinen jetzigen Job würde ich dann ruhen lassen und wäre dann tatsächlich hauptberuflich politisch aktiv und die Sitzungswochen in Berlin und die Nichtsitzungswochen hier im Wahlkreis. Und thematisch habe ich ja schon gesagt, dass mich Verteidigungspolitik interessiert. Genauso finde ich Haushaltspolitik und Wirtschaftspolitik wichtig. Das traue ich mir auch relativ gut zu, weil ich den Haushalt sozusagen hier der Stadt irgendwie auch schon gut kenne und öffentliche Verwaltung ja kenne, komme ja auch aus dem Beamtentum und deswegen sind das so meine Dinge, die ich machen will. Wandsbek hat ja eine Bundeswehr-Uni und ein Bundeswehr-Krankenhaus und deswegen... Ja, das stimmt. Das ist, finde ich cool. Und wenn du, und jetzt noch eine letzte Frage, was mich wirklich interessiert und weil ich auch nicht so viel Ahnung habe davon, tue immer nur so, wenn man dann musst du ja auch Reden halten, ne? Und Reden schreiben. Und jede Rede wird ja auch dann protokolliert und ist nachlesbar. Wenn du dann so Reden hältst, und ich, wie gesagt, habe mir ja so ein paar Reden angehört, ne? Und dann gibt es ja Bundestagsabgeordnete, die reden dann vor 3 Leuten. Oder vor 4. Da ist ja nicht immer Betrieb, ne? Oder vor 5. Mhm. Also macht man das dann, also wer hört dazu? Also weißt du, was ich meine? Also es gibt ja ganz häufig auch Nachfragen, so, dann gibt es da so kluge Nachfragen, dann hast du ein Thema, keine Ahnung was, suchst dir ein Thema aus, ein verkehrspolitisches Thema und dann gibt das Nachfragen von den anderen Parteien und dann sitzen 10 Leute da und ich frage mich, wie funktioniert das? Also ich frage mich manchmal, warum erreicht Politik teilweise mehr, wenn die bei Illner, bei Lanz. Wie heißen die ganzen Sendungen? Bei Lanz und keine Ahnung was sitzen und da diskutieren. Da hat man fast das Gefühl, dass da mehr Politik gemacht wird als in so einem Plenum. Und das darf es ja eigentlich nicht sein. Nein, also pass auf. Im Bundestag ist es so, dass diese Sitzungswoche, die 5 Tage, die man sich da trifft, die alle Bundestagsabgeordneten da sich in Berlin tummeln, die ist extrem eng getaktet. Und wenn du dann da reinguckst in die Bundestagsübertragung auf Phoenix und du siehst dann nur 25 Leute, dann ist das ein Fachausschuss, der im Plenum debattiert, während die anderen Fachausschüsse arbeiten. Die haben sozusagen rollierende Zeiten, in denen sie debattieren dürfen im Plenum. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, aus Effizienzgründen da 650 Abgeordnete sitzen zu haben. Ja. Und dann reden die 20 Familienpolitiker oder Steuerfachleute. Und der Rest denkt, Mensch, ich wollte jetzt eigentlich gerne noch mein Agrarthema weiter beraten und jetzt muss ich ja der Familiendebatte lauschen. Ja. Also deswegen ist das auf Effizienz getrimmt. Es gibt aber namentliche Abstimmungen, dann ertönen überall in allen Bundestagsgebäuden Signale, da muss man schnell hinlaufen, weil man dann mit abstimmen muss. Okay. Und die Beratungen gehen, also ich hatte jetzt eine Kollegin, bin ja auch im Bundesvorstand der Frauenunion, weil ich Landesvorsitzende der Frauenunion bin, die sagte, ich kann da nicht, ich habe bis 2 Uhr nachts Sitzungsdienst. Also die tagen dann auch wirklich Open End. Ja. Es gibt aber Generaldebatten, was weiß ich, die Kanzlerin hält eine Regierungserklärung oder so, dann ist es schon relativ voll. Jetzt unter Corona muss man sich dafür anmelden, da darf nicht jeder sein, ne, wegen der Anzahl der Menschen und so ist beschränkt. Aber ansonsten gibt es Generaldebatten, da ist es dann wirklich voll fürs Plenum. Aber ansonsten ist das wirklich auf Effizienz getaktet, wer wann da Plenumsdienst hat. Ich glaube, das wissen einfach viele gar nicht, die sowas schauen. Die fragen sich, warum sitzen da so wenige. Ja. Also wirklich, ich weiß es wirklich nicht und deswegen frage ich. Und jetzt möchte ich auch wirklich noch einmal darauf eingehen, weil ich sowas wirklich auch nicht mag und das immer direkt anspreche. Hier ist so einer, der heißt Kirschrot Co. Ich spreche das immer direkt an. Der schreibt auch wirklich die ganze Zeit immer nur, ist halt nur zum Glück ein Gefühl, Polemik und keine Ahnung, was da alles schreibt. Ich weiß gar nicht, was das für ein Mensch ist. Ist mir auch völlig Latte, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich halt ein bisschen merkwürdig, warum man, und das ist das, was ich meine, man wird immer in eine Ecke gedrängt, man wird immer irgendwie, wird irgendwas gesagt und so. Jetzt habe ich eben gerade gesagt, ich bin der Meinung, dass das so und so ist und ich habe keine Ahnung. Und sofort wird irgendwas geschrieben und der geht mir auf die Nerven, aber er soll ruhig weiterschreiben. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Weitermachen. So, Franzi, ich kann es weitermachen.
Jetzt ist da noch eine Frage gekommen, die ich gerade sehe. Warum stimmen Politiker ab, die mit dem Thema nichts zu tun haben oder Diskussionen gar nicht beiwohnen? Also es Ja. ist so, dass ja die Fraktionen Fachpolitiker in die jeweiligen Ausschüsse entsenden. Und es gibt Fraktionssitzungen, da treffen sich sozusagen alle der jeweiligen Fraktionen. Und da werden auch Themen aller, also da werden alle Themen besprochen und dann gibt es die Fraktionsmeinungsbildung. Wofür sind wir an der Stelle? Was sind unsere Punkte? Und man vertraut als Fraktion den jeweiligen Fachpolitikern. So wie du auf dem Platz deinem Linienrichter vertraust, wenn der da steht und der kennt sich damit aus und der hat gesehen, es ist abseits, pfeifst du abseits, weil der Ja. die Fahne hochgewunken hat. Und so Ja. ist das auch. Also wenn die Arbeitsgruppen treffen sich auch. Also das gibt sozusagen in der Parlamentswoche Slots. An jedem Tag ist genau festgelegt, was passiert wann. Die Arbeitsgruppen treffen sich auch. Die diskutieren fachlich. Also ich sag mal, nimm mal eine gesponnene Zahl. Die 10 Steuerfachleute der CDU-CSU-Fraktion treffen sich dann montags und diskutieren 2 Stunden über die Frage, wie gestalten wir das Familiensplitting vernünftig? Oder was müssen wir bei den Steuerklassen ändern? Dann tragen sie das, dann wird das in einen Antrag gegossen. Der Antrag wird in der Fraktion beraten, die stellen das vor, dann gibt es eine Fraktionsmeinungsbildung dazu. Und wenn das dann abgestimmt wird im Plenum, stimmen natürlich alle der Fraktion so, wie die Fraktion sich die Meinung gebildet hat. Sonst würde das System nicht funktionieren. Es gibt aber, und da kann ich nur sagen, das sind wirklich Sternstunden des Parlamentarismus, das sind dann auch keine polemischen Debatten. Es gibt so Diskussionen, zum Beispiel Sterbehilfe oder Präimplantationsdiagnostik, wo es keinen Fraktionszwang gibt. Da ist das explizit aufgehoben. Da treffen sich dann sozusagen in Anträgen eigentlich aus allen, na, demokratischen Fraktionen, will ich mal sagen, Politiker, die sozusagen eher so eine Meinung vertreten. Also ich bin für Sterbehilfe, aber und ich bin nur für. Und diskutieren das auf extrem hohem Niveau, dann darf jeder abstimmen, wie er abstimmen möchte, vor seinem eigenen Gewissen. Aber ohne diese andere normale, im Parlamentarismus normale Fraktionsdisziplin würde das System nicht funktionieren. Aber so läuft das und deswegen stimmen auch dann die Abgeordneten im Plenum mit den Fachleuten, die sie in der Fraktion haben, weil sie das sozusagen vorher vorbereitet und in der Fraktion diskutiert haben. Dann hast du die Frage beantwortet. Kleine Ich Frage, große Antwort. Aber da, ich finde, das ist immer so, das sind immer so Sachen, die man vielleicht irgendwann mal in der 10., 11. oder 12. Klasse gehört hat, wenn man sich mit den politischen, ja, Themen auseinandersetzt, wie funktioniert Politik wirklich, aber die ja sonst keiner da mitkriegt. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass du das so ein bisschen erklärst. Und das spiegelt ja auch dein großes Können und dein großes Wissen wieder. Franzi, sensationell. So, jetzt Danke. tue ich schon, als ob ich der Gastgeber bin. Du, Bin es ich ist aber aber auch nicht. mal ganz schön, dass es andersrum ist. Und dann frage ich Ja, nicht ist immer nur so. cool. Was eine Siehst Frage du? noch an dich. Was Ja. fragst du denn als nächstes? Ja, darf ich nicht sagen. Ach, Weil. echt nicht? Nee, Na weil die Ansetzung immer nur am Tag bekannt gegeben ist. Das habe ich auch schon, glaube ich, hier ganz dann? vielen in diesem ganzen Chat schon gesagt. Aufgrund Entschuldigung. der Corona-Maßnahmen werden wir ja getestet. Ich bin ja im Testungsverfahren seit einem Jahr und werden dann Matchday minus 1 oder Matchday minus 2 getestet, PCR getestet. Und die Ergebnisse sind bis 10 Uhr am Spieltag dann beim DFB, bei unserem Hygienebeauftragten, bei unserem Doktor. Und der weiß dann, was man hat und was man nicht hat oder ob man infiziert ist oder nicht. Und dann werden die Ansetzungen erst an dem Tag freigegeben und dann sind sie auch erst offiziell. Ich weiß zwar schon aufgrund von Reiseplanung, weil man muss ja auch die Tests planen und so weiter und so fort, dass ich eine Vorab-Ansetzung habe für ein gewisses Spiel, aber das ist noch nicht offiziell und spruchreif. Deswegen darf ich es noch nicht sagen. Aber nächstes Wochenende ist eh nichts, weil da ist spielfrei, das ist Nachholspiel im Pokal, da bin ich nicht eingesetzt. Und dann denke ich mal, geht das irgendwann weiter. Ich habe hier noch so zwei Fragen, die würde ich sogar noch beantworten, weil die ganz okay waren. Warte mal, warte, ganz kurz. Eine Frage, Patrick, magst du dich zum Thema Keller und Koch äußern? Hast du das mitbekommen? Dass es eine Aussage von unserem DFB-Präsidenten gab. Zumindest stand das in der Zeitung, ob es wirklich ist, das weiß ich nicht. Stand in der Zeitung, dass es eine Aussage gab, dass Herrn Koch irgendwie verglichen hätte mit irgendeinem Richter aus Nazi-Zeiten. Ich weiß gar nicht genau, was da gelaufen ist. Also Das in habe ich nicht einer mitgekriegt. Aussprache, wie auch immer. Und ob ich mich dazu äußern mag. Ich weiß nur das, was in der
Presse steht und deswegen weiß ich da auch nicht mehr zu. Also ich sitze nicht in so einer Sitzung mit dabei, ich weiß nicht, was da los ist, deswegen kann ich mich dazu gar nicht äußern, weil ich kein Hintergrundwissen habe und deswegen ist die Frage geklärt. So, was sagst du zur Altersbeschränkung der Schiedsrichter? Das entscheidet die Institution DFB. Habe ich nichts mit am Hut. So. Das ist übrigens eine sehr politische Antwort. Ja, ganz genau, richtig. Vielleicht kommt das ja auch noch irgendwann. Thema Ehegattensplitting, wie sehen Sie das, Frau Hoppermann? Eieieiei. Ist das eine Frage für dich? Weiß gar nicht. Ja, das ist schon eine Frage für mich. Also ja. Wir machen jetzt noch bis 7:55 und dann Schluss. Alles klar. Bin schon in die Tagesschau gerutscht, aber ich hoffe, ihr kriegt das alle hin. Also beim Thema Ehegattensplitting ist es tatsächlich so, dass wir schon auch eine Diskussion geführt haben, Familiensplitting oder Ehegattensplitting. In jedem Fall habe ich tatsächlich auch persönlich die Meinung, diese Ehegattenteilung Steuerklasse 3, Steuerklasse 5 benachteiligt ist, insbesondere Frauen wieder mehr in den Job einzusteigen. Und das ist ein aus meiner Sicht falscher Anreiz im Steuerrecht, weil das Ehepaar sich immer entscheidet nach der Einkommensmaximierung, wer geht mit wie vielen Stunden wieder arbeiten, wenn man sich sozusagen auch Kinder die Arbeit mit den Kindern teilt und Erziehungsarbeit teilt. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Das ist aber für die Frau später, für die eigene Rente, eine schon auch andersrum wichtige Entscheidung. Habe ich jetzt mehrfach im Bekanntenkreis gehabt, bei älteren Freundinnen, wo dann der Mann verstorben ist, die dann tatsächlich vor der Altersarmut steht, weil sie sich auch so aufgeteilt haben und dann am Ende da nichts bleibt. Und ich glaube, dass wir im Steuerrecht einen gleichberechtigteren Anreiz setzen müssen. Ja. Wieder für mich sehr gut erklärt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja ein bisschen doof, das weißt du ja. Und von daher, das sind genau die Fragen, die ich beantwortet haben muss. Jetzt ist noch eine Frage von Frank Fröhlich, den kenne ich sogar. Bringt der Fraktionszwang nicht auch einen Interessenkonflikt? Sollte nicht jedes MdB seine eigene Meinung vertreten? Ja, ist ja auch im Grundgesetz so vorgesehen. Das ist auch dem Grunde nach so. Aber wenn wir das bei jeder Entscheidung machen und man sich nicht in der Fraktion einigt auf eine Fraktionsmeinung, dann funktioniert der Parlamentsbetrieb nicht. Dann haben wir 780 Einzelmeinungen und kommen nie zu einer verlässlichen Regierung und einer verlässlichen Entscheidung. Und insofern gibt es Entscheidungen von besonderer Tragweite vor dem eigenen Gewissen, wie, sagte ich gerade, Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik und so weiter. Wirklich kann man sich richtig gut angucken auf YouTube, wo das nicht gilt, wo Fraktionszwang nicht gilt, sondern jeder Abgeordnete abstimmt, wie er möchte. Aber ansonsten gilt schon, dass man sich der Fraktionsmeinung anschließt. Man kann auch immer mal sagen, gibt es ja auch berühmte Beispiele, zum Beispiel bei dem Europäischen Stabilisierungsfonds, als es um die Schuldenkrise mit Griechenland geht, um es in Einfachsprech zu erklären. Ja. Da haben schon einzelne Abgeordnete gesagt, das tut mir leid, aber da kann ich nicht mitstimmen. Das kann ich mit mir nicht vereinbaren, da kann ich nicht mitstimmen, da habe ich ganz große Bauchschmerzen mit, dann bespricht man das mit der Fraktionsführung. Das kann man aber nicht immer machen. Also das zieht auch nicht bei jeder Frage, aber dem Grundsatz würde der Parlamentsbetrieb nicht funktionieren ohne Fraktionen. Ja, super. Und jetzt habe ich eine Frage hier. Patrick, abseits in einem Satz. In einem Satz? Ja. Abseits in einem Satz, dann versuch mal. Abseits in einem Satz, wenn die Abgabe des Balles zu einem gleichen Spiel, also zu einem Spieler derselben Mannschaft passiert und dieser Spieler sich als letzter Spieler in dem Zeitpunkt vor dem gegnerischen Tor befindet, ist abseits. Das ist nicht ganz korrekt. Ah, komm. Es ist sehr gut erklärt, aber das Satz ist noch nicht ganz klar. Nein, weil es gibt noch ein Momentum. Eigentlich kann man das ganz kurz abkürzen. Abseits ist, wenn man näher der gegnerischen Torlinie ist als der Ball und der vorletzte Abwehrspieler. Okay, ja. So, das ist Abseits. Also hier wollte mich jemand testen und dann sagt er, Aytekin, Ittrich hat keine Meinung. Jetzt ist er wieder, der ist vom Kochen jetzt wiedergekommen. Der hat die Sujuk aufgeschnitten, hat die in Thermomix gepackt, einmal durchgerührt, jetzt ist er wieder da. So. So, also, es ist jetzt 20.01 Uhr. Hier gab es noch eine Frage, allerdings habe ich die jetzt überspult. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Da haben wir beim letzten Stream schon drüber gesprochen. Deswegen weiß ich nicht. Wann kennst du abseits? Meint er jetzt mich oder dich, der alte Kien? Also ich kann sagen, ich gucke schon ewig Sport und Fußball. Der meint mich. Der hat ja erstens von Politik keine Ahnung. Ja.
Zweitens kommt er ja aus dem Frankenland. Also der ist eh da irgendwo ganz weit weg. Also der hat eh keine Ahnung. Und kann mit unserem schönen Hamburg eh nicht mithalten. So. Nachdem Berlin den Richter die Fahne gehoben hat, ist aber auch schön. Das ist auch wahr. Ja, das stimmt. Aber das ist Ewigkeiten her. Möchtest du beschließen oder hast du noch... Also jetzt tue ich ja wirklich so, als ob ich ja der Gastgeber wäre, aber ich habe ja zum zweiten Mal eingeladen jetzt, ne? Ja, genau, alles gut. Ich stelle dir eine Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft? Jetzt kommt so eine Markus-Lanz-Frage. Jawohl! Ich habe das gerade akustisch tatsächlich, also ohne Spaß gerade nicht. Was, dann sag nochmal. Was wünschst du dir für die Zukunft? Eine Markus-Lanz-Frage. Also das mit der Zuversicht meinte ich tatsächlich ernst. Ich glaube, dass wir alle eine positive Grundeinstellung brauchen, damit wir das gesellschaftliche Klima so gemeinsam positiv weitergestalten. Und das betrifft sozusagen unsere beiden Welten. Ich glaube, damit haben wir schon viel gewonnen. Und den ganzen anderen Plattkram mit Gesundheit und Zufriedenheit, das lasse ich mal weg. Aber eine positive Grundeinstellung sich und den anderen Menschen gegenüber. Und dann ist schon ganz viel gewonnen. Und für dich selber? Denn ich glaube, auch jeder selber, das habe ich auch schon mal gesagt, man sollte auch auf sich selber achten. Was wünschst du dir selber? Also ich kämpfe tatsächlich gerade mit vielem, was ich habe, um fast um nicht alles zu sagen, für dieses Bundestagsmandat. Und das würde mich extrem freuen, den Wahlkreis zu gewinnen und da viele Unterstützer zu finden. Ja, und dafür wünsche ich dir viel Erfolg, obwohl ich völlig unabhängig, völlig Du darfst da gar nicht wählen in dem Wahlkreis. Ich bin komplett, ich mache da gar nichts, ich mache nichts, aber ich wünsche dir alles Gute dafür. Vielen Dank. Ich danke dir sehr. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich mache jetzt gleich die Tür auf und komme zu dir, ne? Ja, genau. Aber nur bis 21 Uhr. Ja. Also, es sei denn, wir nehmen die Hunde mit, das ginge. Ich komme mit dem Hund. Ich auch, ja, alles klar. Franzi, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, viele, die jetzt zugekommen aus Hamburg gekommen sind, die haben einen sehr guten Eindruck von dir gewonnen, würde ich mal sagen. Ne? Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Ich danke dir sehr. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.